In der neuen Sport 450 von Bavaria wird das neue Designkonzept weiter umgesetzt. In der Coupé-Version ist auch hier der hintere Teil verglast. Anders als bei den Versionen 360 und 400 haben wir hier allerdings eine große Sonnenliege. Unter der Sonnenliege gibt es in der Bavaria Sport 450 sogar eine kleine Dinghy-Garage. Die reicht zwar nicht für das ganze Boot, aber wenn die Luft abgelassen wird, passt alles. Gut für den Steuermann ist auch die Fußstütze. So kann der Blick auch über die Frontscheibe hinausgehen. Im hinteren Bereich des Decksalons gibt es eine Sitzgruppe. Die Glasscheibe lässt sich elektrisch absenken. So entsteht eine hervorragende Belüftung. Mit dem kombinierten Sitz- und Liegearrangement an der Backbordseite entsteht die dritte soziale Zone. Im Salon gibt es eine Sitzgruppe, eine Küche, die sich sogar noch vergrößert, wenn man die Zweikabinenversion ordert. Denn dann entfällt die Toilette hier vorne, die in den hinteren Bereich wandert, und die Küche verlängert sich entsprechend. In der Dreikabinenversion der Bavaria Sport 450 befindet sich die eigene Kabine im Bug. Alles Weitere finden Sie bei boats.com.